Bundestagswahl 2025. AfD will eigenen Kanzlerkandidaten. 75 Jahre Luftbrücke. Und Kabinett einigt sich auf Reform bei Klimaschutzgesetz. Damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Mittwoch, den 21. Juni. Die AfD will für die kommende Bundestagswahl einen eigenen Kanzlerkandidaten aufstellen. Auf die Frage, ob die AfD angesichts der aktuell hohen Umfragewerte über einen derartigen Schritt nachdenke, sagte Co-Parteichefin Alice Weidel bei RTL-NTV, natürlich. Wir hätten das auch ohne diese Werte getan, einen Kanzlerkandidaten aufzustellen. Eine entsprechende Entscheidung müsse aber auf einem Bundesparteitag durch die Mitglieder gefällt werden, so Weidel. Ob sie selbst kandidieren könnte, ließ sie offen. Vor 75 Jahren begann die einzigartige Rettungsaktion der Luftbrücke. Die Sowjets hatten sich vorgenommen, die Westsektoren Berlins auszuhungern. Die Amis und Briten ließen das nicht zu und versorgten über 2 Millionen eingeschlossene Berliner 11 Monate aus der Luft. In der Diskussion um eine flächendeckende Ausweitung von Tempo-30-Zonen in Städten hat Bundesverkehrsminister Volker Wissing auf das Grundgesetz verwiesen. Die Regelgeschwindigkeit bleibt 50 und eine Ausnahme muss begründet werden. Und die muss auch auf der Grundlage eines Gesetzes begründbar sein. Das verlangt der Verfassungsstaat und dabei bleibt es, sagte Wissing im Deutschlandfunk. Das Bundeskabinett hat die Reform des Klimaschutzgesetzes beschlossen. Es verschafft den einzelnen Ministern mehr Flexibilität beim Klimaschutz. Mit der Reform soll die Einhaltung der Klimaziele nicht mehr nach verschiedenen Sektoren wie Verkehr oder Landwirtschaft kontrolliert werden. Die Regierung als Ganzes soll künftig entscheiden, in welchem Sektor und mit welchen Maßnahmen die zulässige CO2-Gesamtmenge bis 2030 erreicht werden soll. Im Zuge der Ermittlungen wegen falscher Atteste in der Corona-Pandemie gegen eine Ärztin aus dem Raum Dresden sind erneut Wohnungen und Praxen in 9 Bundesländern durchsucht worden. An den Einsätzen in Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen, Berlin, Hamburg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Thüringen waren insgesamt 364 Beamte beteiligt, wie die Dresdner Polizei und die Staatsanwaltschaft mitteilten. Die Medizinerin soll aus Gefälligkeit sich falsche Gesundheitszeugnisse ausgestellt und verkauft haben. Das völlige Verbot von Versammlungen zu Beginn der Corona-Pandemie im April 2020 war nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts unverhältnismäßig. Das oberste deutsche Verwaltungsgericht in Leipzig stufte die entsprechende Passage einer sächsischen Corona-Schutzverordnung als unwirksam ein. Laut dieser waren Versammlungen nur mit Genehmigung zugelassen. Das komplette Verbot sei ein schwerer Eingriff in die Versammlungsfreiheit gewesen, urteilte das Gericht. Das Oberlandesgericht Koblenz hat die Angeklagte im Prozess um eine mutmaßliche IS-Mitgliedschaft und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt. Es verhängte eine Gesamtfreiheitsstrafe von 9 Jahren und 3 Monaten. Der Senat sehe es als erwiesen an, dass die 37-jährige Deutsche in ihrer Zeit beim Islamischen Staat in Syrien und im Irak eine junge Jesidin 3 Jahre lang im eigenen Interesse als Haushaltssklavin missbraucht habe, so die Richterin. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Nach der gestrigen Landespressekonferenz hat der Bausenator Christian Gebler die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Der Senat hat heute ja außerhalb des Roten Rathauses getagt, auf dem Messegelände wegen der Special Olympics. Insofern gab es auch noch mal einen kurzen Beitrag zu den Special Olympics. Die Organisatoren waren auch da und wir haben uns auch ein paar Veranstaltungen angeguckt. Bei den Themen haben wir 2 Dinge, die für Mieterinnen und Mieter auch wichtig sind, besprochen. Das Wohnraumgesetz und wir haben auch über ein neues Stadtquartier gesprochen, wo wir zusätzliche Potenziale für Wohnungsbau, aber auch für Wirtschaft und Gewerbe sichern wollen. Mit dem Wohnraumgesetz regeln wir die Mietbegrenzung für den alten sozialen Wohnungsbau. Das ist etwas, wo die Bindungen
ausgelaufen sind, die mal vereinbart worden sind. Es hat dann eine Anschlussförderung gegeben und eine sogenannte Verpflichtungsmiete. Dafür hat ein Gericht die Rechtsgrundlage nicht akzeptiert. Wir mussten da sozusagen nachbessern. Und wir hatten dort bei 2000 Haushalten etwa Klagen dagegen, dass diese Begrenzung dort nicht gelten soll. Jetzt haben wir für rund 60.000 Haushalte die Sicherheit, dass die vereinbarten Mietgrenzen auch weiterhin gelten und dass wir dafür Rechtssicherheit haben. Das ist, glaube ich, eine wichtige Botschaft. Und die Menschen, die Mietzuschüsse bekommen, weil ihnen sonst die Mieten über den Kopf wachsen würden im alten sozialen Wohnungsbau, da haben wir die Einkommensgrenzen erhöht, damit jetzt bei einer Rentenerhöhung nicht plötzlich Hunderte von Leuten aus der Mietförderung rausfallen. Das dritte ist das Gebiet in Spetsfelde im nördlichen Bereich von Treptow-Köpenick. Dort haben wir ein Potenzial von bis zu 2000 neuen Wohnungen, die dort gebaut werden können, in Verbindung mit Gewerbe, auch unter Beibehaltung von Kleingärten. Insofern eine gute Mischung für ein neues Stadtquartier. Mit Nordrhein-Westfalen startet am Donnerstag das bevölkerungsreichste der 16 deutschen Bundesländer als erstes in die Sommerferien. Für die 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler geht es 6 Wochen in die Ferien, bevor der Unterricht Anfang August wieder beginnt. An den meisten der 5.400 Schulen wurden am Mittwoch die Zeugnisse verteilt. Die Hamburger und bayerische Kammersängerin Gabriele Schnaudt ist tot. Die gefeierte Wagner-Interpretin starb im Alter von 72 Jahren, wie ihr Management mitteilte. Und nun zum Wetter. In der Nacht zum Donnerstag zeigt sich der Himmel klar und die Tiefsttemperaturen liegen bei 19 Grad. Am Donnerstag ist der Himmel überwiegend bewölkt und die Höchsttemperaturen liegen bei 28 Grad. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend.